Parks are beautiful, oder? Ich möchte jedenfalls eine Radtour von Skatepark zu Skatepark machen und dann nicht nur die großen, modernen, coolen Betonparks fahren, sondern auch die ganzen Kleinstadtparks, weil die haben eben auch nochmal ihren ganz besonderen Charme. Solche Obstacles werden ja gar nicht mehr gebaut und die erinnern mich immer so ein bisschen an früher, als ich angefangen habe zu skaten, da waren eigentlich alle Skateparks so. Dafür packe ich jetzt meine Sachen und dann geht's los. Mein Fahrrad hier in Ilse jetzt angekommen, leider noch ein bisschen nass. Ich werde nicht allzu lange hier fahren, es ist auch nicht so schlimm, dass der Park nass ist, weil das ist der einzige Park auf der Tour, den ich schon kenne. Dann geht's weiter nach Eschershausen und auf den Park freue ich mich mega. Auf den Fotos sieht er richtig gut aus. War der Park nur die Asphaltfläche, rauer Asphalt mit dem Ding in der Mitte, oder? Ja, genau. Und dann kam irgendwann mal eine Holz-Mini-Ramp mit einem Betonflat dazu und das hat halt 14 Tage gehalten. Dann waren die Holzübergänge abgebröselt am Beton und dann konntest du die Mini gar nicht mehr fahren. Und wie viele Tage, wo willst du noch hin? Ich habe keine genaue Route, aber ich habe viele Orte auf einer Landkarte, die ich dann vielleicht ansteuere. Einen festen gibt es auf jeden Fall, das ist Göttingen, weil der Park einfach super gut ist und weil da auch ein Konzert ist. Das heißt, ich muss irgendwie Mittwochabend auf jeden Fall in Göttingen sein. Was bis dahin passiert, ist aber eigentlich egal. Stadt Oldendorf, so ein ganz kleiner. Ja, aber den kannst du dir direkt sparen, würde ich sagen. Das ist halt wirklich, sind so Rampen von der Stange. Ja, aber genau sowas fahre ich manchmal ganz gerne. Also ich habe den Park noch nicht gesehen. Was ich aber gesehen habe, ist ein Satellitenbild. Mhm. Und es gibt ein Satellitenbild, da sieht man so einen weißen Block oder so. Also da steht irgendwas. Also das ist eine Riesenüberraschung, was das überhaupt ist. Ich glaube, ich kann den weißen Block sehen. Eigentlich sieht das sogar ganz gut aus. Das Ding ist crazy und hier so eine Art Slappy Rail oder sowas. Ich glaube, das werde ich vor allem fahren. Ich habe gerade das perfekteste Rail gefunden, aber ich habe halt gerade Essen gekauft, deswegen ich habe voll Hunger und so. Ich kann das jetzt echt nicht fahren. Das Ding ist eben, ich möchte eigentlich nicht wirklich zelten. Ich glaube, ich werde mal versuchen, auch in so einer Burg zu schlafen, irgendwann auf dem Weg. Ich habe nur so ein blödes Zelt und eigentlich ist ja Urlaub. Also ein bisschen Luxus wäre ja nicht schlecht, oder? Ich suche die Burg und finde ein vorbereitetes Grab. Hier nochmal mein Zimmer ein bisschen helleren. Ich glaube, man kann trotzdem nicht wirklich was sehen. Hier steht mein Zelt, da steht mein Fahrrad. Ich baue jetzt ab und fahre dann weiter. Hey, ich habe gerade das perfekte Handrail gefunden, aber leider kann ich das nicht fahren. Ich bin super spät dran. Ich habe gerade nochmal die Akkus bei Stefan aufgeladen und ich muss jetzt echt weiter. Schade. Ich bin gerade in Bodenwerder angekommen, habe direkt perfektes Handrail gefunden. Ich fahre mich kurz beim Skatepark warm und dann komme ich wieder und mache einen schönen Trick oder zwei. Wenn ich es nicht vergesse. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Polle und mir ist gerade eingefallen, dass ich das Rail von vorhin vergessen habe. Aber ich fand das eh ein bisschen klein und ich glaube, ich finde noch mal ein größeres und ich mache das dann. Ich habe gerade so ein gutes Rail für Backside Boardslide gefunden. Ist eigentlich perfekt und ich habe auch voll Bock drauf, aber ich habe mega die Sonne im Rücken. Och nö. Ich bin jetzt wegen der Sperrung eine ganze Weile hier durch die Berge gekraxelt, aber da unten sehe ich zum ersten Mal wieder die Weser. Das heißt, gleich geht's entspannt weiter. Polle, ein Skatepark mit sehr harten Übergängen. Ich war ja vor der Session so ein bisschen skeptisch, aber der Park ist richtig witzig. Hat echt Bock gemacht. Weiter geht's nach Holzminden. Holzminden, der erste Skatepark, wo tatsächlich was los ist.
Super cooler Skatepark, ist mir aber leider gerade ein bisschen zu voll. Ich fahre weiter nach Höxter. Höxter, letzter Skatepark für heute. Da hinten ist Strand. Hier sind irgendwelche Sachen, Spielgeräte oder Parcours oder so. Echt eine ziemlich coole Anlage hier. So, wird langsam dunkel. Ich bin auch super erschöpft. Bin viele Parks heute gefahren. Und ja, ich fahre jetzt noch ein bisschen raus aus Höxter Richtung Göttingen und suche mir irgendwo einen schönen Schlafplatz. Ich habe gestern noch einen richtig schönen Zeltplatz hier direkt an der Weser gefunden. Die sieht man vielleicht gar nicht so richtig, weil es super neblig ist. Skatepark Beverode. Ich wusste gar nicht, dass der existiert. Ich hatte den nicht auf meiner Karte drauf. Ist noch ein bisschen früh, aber die Rampen sind trocken. Also let's go. Jetzt bin ich wach. Gießwerder. Auf den Park freue ich mich schon, seitdem ich den Plan gemacht habe, wo ich überall hin will, weil es hier eine Mini-Ramp mit Spine gibt. Ey, ich habe gerade ein super cooles Rail gefunden, aber unten ist so ein Anti-Kink. Ich weiß nicht, ob man den sieht, ne? Und beim Skaten, eigentlich stört er ja nicht, aber das irritiert so mega, finde ich, wenn man unten so ein Anti-Kink hat. Ich habe mir hier gerade von Christian von der Jugendpflege Uslar alles ein bisschen zeigen lassen. War mal eine Turnhalle, war irgendwie ziemlich steril, so im 70er-Jahre-Charme. Ja. Aber ich bin irgendwie mit den Jugendlichen, haben wir hier uns was ausgedacht, dass es zumindest ein bisschen aufgelockert hat. Ich trinke jetzt noch meinen Kaffee, dann kaufe ich ein bisschen was zu essen. Meine Akkus laden hinten und dann fahre ich zum Skatepark. Ich habe ein richtig entspanntes Handrail gefunden, aber das ist leider rostbraun und ich habe schon so viele rostbraune Rails im Part, da will ich nicht noch eins haben. Aber ich hatte halt schon so viele grüne Rails in meinem letzten Part. Christian aus Uslar meinte noch, dass hier in Adelepsen, wo ich sowieso durchkomme, auch noch so ein kleiner Skatepark ist. Jetzt noch ein paar Kilometer nach Göttingen und dann schaue ich mir das Göttinger Barockorchester an. Das war die zweite Session hier im Skatepark. Gestern habe ich nichts gefilmt, da war ich nur ein paar Minuten hier, weil das Konzert angefangen hat. Für meinen Geschmack wirklich der beste Park, den ich hier gefahren bin, würde ich sagen. Alles voll mit coolen Quarters, gute Line-Möglichkeiten und die ganzen Slappies. Jetzt geht es wieder weiter Richtung Norden. Ich würde ja gerne das Rail hier fahren, aber es ist leider ein bisschen zugewachsen. Ich bin in Nordheim, aber den Park lasse ich wahrscheinlich erstmal aus, weil es regnet leider. Aber sonst cooler Park. Ich bin in Seesen angekommen. Ich bin nicht alleine, weil Jacques, Felix und Artus sind dabei. Das war's auch schon, das war die letzte Session der Tour. Eigentlich hatte ich noch ein paar Spots vor, aber es soll später nochmal anfangen zu regnen und dann morgen auch den ganzen Tag regnen. Und bevor ich dann morgen den ganzen Tag durch den Regen fahre, fahre ich gleich mit Artus mit. Hier macht man so einen Vlog. Beenden. Beenden. Ja, das war's mit dem Video. Du hast natürlich einen Daumen nach oben da und